Mein Name ist Wendelin von Boch. Ich bin Mitglied der 8. Generation. Ich bin 50 Jahre im Unternehmen selbst tätig gewesen, davon 25 Jahre als Vorstand, 10 Jahre als Vorstandsvorsitzender und 8 Jahre als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Ich bin geboren worden in Mettlach als eins von 7 Kindern. Ich hatte eine späte Berührung mit Wilron Boch. Ich habe erst mit 12 Jahren kapiert, dass ich da was mit der Firma zu tun hatte. Wir sind dort in Merzig an dieser Fabrik vorbeigefahren und fragte dann meinen Vater, da ist doch mein Name da oben, haben wir was damit zu tun? Ja, also hat das dann bestätigt, hat mich aufgeklärt. Das war also die allererste Berührung. Bin dann sehr jung in Verantwortung gekommen und habe dann als 27-Jähriger die Verkaufsleitung übernommen in der Feinhausserie. Das hat mich damals sehr begeistert und mich sehr engagiert, muss ich sagen. Nach meinem Einstieg gab es eine enorme Herausforderung. Wir hatten 5 Jahre hintereinander Umsätze verloren. Wir haben festgestellt, dass wir ein bisschen verstaubt waren, dass wir sehr retrospektiv waren. Und wir haben dann vollkommen neue Ideen entwickelt und sind auf die Idee des Haus auf Wilron Boch gekommen. Das war das eine. Und das zweite, wir haben sehr stark globalisiert. Also unsere Anteile am Auslandsmarkt haben sich von 40 auf über 70% erhöht. Und ich würde mal sagen, dass das die beiden Instrumente waren, mit denen wir einen Turnaround geschafft haben. Ja, Familienunternehmer riskieren ihr eigenes Geld. Sie denken über Generationen hinweg. Das heißt also, jede Entscheidung wird darauf überprüft, ob sie eine Wirkung hat, die die Zeit überdauert, also Nachhaltigkeit. Unsere Urväter haben schon in der ersten Generation sich mit Land- und Forstwirtschaft befasst. Es gab einen ganz rationalen Grund, dass wenn es mal in der Firma nicht funktioniert, dass man von irgendetwas leben konnte. Nach der Beendigung meines operativen Arbeit bei Wilron Boch habe ich mich intensiver um die Land- und Forstwirtschaft gekümmert und ich habe investiert in erneuerbare Energie. Also wir sind sehr verbunden mit der Natur und das begeistert mich heute nach wie vor und darum kümmere ich mich jetzt auch noch immer etwas. Also ich habe ein großes Idol und das ist in meiner Familie mein Großvater Eugen Boch, der wurde dann später geadelt und hieß Eugen von Boch. Das war der vielseitigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Der war nicht nur ein großer Archäologe, Dendrologe, er war ein großer Mäzen, er hat den alten Turm renoviert, er hat tolle Aquarelle gemalt und er war ein großer Land- und Forstwirt. Er hat einen Pflug erfunden für die Landwirtschaft. Es war also ein ganz toller Mann, dem ich immer ohne großen Erfolg versucht habe, nachzueifern. Eine besondere Beziehung habe ich natürlich zu der Abtei selbst. Meine Familie hat ja 150 Jahre dort gelebt. Aber was mich besonders freut, ist, dass die alte Abtei heute wieder in dieser Form renoviert wurde. Das ist ein wirklich einmalige, wahrscheinlich schönste Head Office, was man sich denken kann. Und da fühle ich mich sehr verbunden, habe eine sehr starke Emotion dazu. Also einmal, glaube ich, haben wir eine einmalige Geschichte, die kein anderer hat. Das ist also wirklich ein USP. Dann würde ich sagen, was uns auszeichnet, ist ein Fighting Spirit. Das hatten schon unsere Vorfahren. Aber was ich auch in dem Kontext sagen möchte, ist, dass ich also ohne meine Frau, die wirklich eine ganz starke Figur ist, vieles nicht geschafft hätte. Sie ist sehr kreativ und sie hat mir immer ein Backing gegeben. Das hat es mir sehr viel leichter gemacht, dieses doch etwas strapaziöse Leben zu überstehen.